Wir wussten, heute ist eine der letzten Chancen, um eventuell noch mal ein paar Punkte mitzunehmen und noch für ein Wunder, für einen Klassenerhalt zu sorgen. Hatten eigentlich eine gute Stimmung vorm Spiel, haben gestern spielerisch unseren Gameplan ganz gut umgesetzt, auch wenn wir verloren haben. Haben uns zur letzten Woche stark gesteigert, deswegen sind wir mit einer breiten Brust ins Spiel gegangen. Kurz vor der Halbzeit eine grüne Karte und letztendlich kriegen wir dann zwei schnelle Tore in Unterzahl, die wir dann noch auf, da können wir noch auf ein 3-3 ausgleichen und dann am Ende haben die Körner dann gefehlt, kriegen wir ein Gegentor, werfen alles nach vorne und kriegen dann noch zwei Hütten, die uns dann leider das Genick brechen. Wir haben es am Anfang nicht geschafft, vor unsere Männer zu kommen, sind immer ein bisschen hinterhergerannt, haben nicht gewusst, was genau Alster für einen Gameplan hat und was sie spielen wollen, sind viel hinterhergerannt, nicht vor die Zweikämpfe gekommen und ich denke mal, daran lag es dann, dass wir am Ende nicht gut ins Spiel dann im zweiten Viertel reingestartet sind. Dass wir jetzt in der nächsten Woche ein bisschen Kopf frei kriegen, nicht so viel an Hockey denken und dann mit nächsten Wochenende ein, zwei Trainingsspiele machen und dann versuchen, die letzten Spiele in der ersten Bundesliga noch über die Bühne zu kriegen.